Also, ich habe jetzt gerade aus der Schule ausgecheckt. Es ist jetzt 9.30 Uhr. Das heißt, ich war nur die ersten 2 Stunden da. Und meine Gastmutter holt mich jetzt gleich hier ab. Und dann fahren wir zu Delta. Das ist ja, wo mein Gastvater arbeitet, bei den Airlines. Und er bekommt nämlich seinen 30-Jahre-PIN über Berlin heute. Also, er arbeitet da halt schon seit 30 Jahren. Und dann bekommen die halt so ein, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was das ist, aber die bekommen halt so einen PIN dafür, dass sie halt seit 30 Jahren da schon gearbeitet haben. Und er weiß nicht, dass meine Gastmutter und ich kommen. Das ist so Surprise. Also sind so die Überraschungsgäste. Und genau, deswegen gehen wir da jetzt gleich hin. Und ich muss jetzt noch ganz kurz warten, bis meine Gastmutter kommt. Das ist halt der Schülerparkplatz hier. Da steht jetzt gerade ein Bus. Normalerweise stehen hier keine Busse. Aber genau, das ist der Schülerparkplatz. Und da hinten, dort halt, geht das noch so richtig lange weiter. Also dieser Parkplatz ist riesig, einfach nur für Schüler. Ready to go? Yeah. To the 30-year pinning? Yeah. Come on in, Mona. I hope I'm not quite there. Huh? I hope I'm not quite there. Oh. So, wir sind jetzt gerade ganz oben in dem Delta-Parkhaus, weil wir einfach keinen Parkplatz finden konnten auf dem Besucherparkplatz. Und hier finden wir auch keinen Parkplatz. Aber gut, jetzt sind wir wenigstens ganz oben, weil ich wollte nach oben, damit ich euch den Flughafen zeigen kann. Hier seht ihr den internationalen Part vom Flughafen. Ihr müsst halt wissen, das ist der weltgrößte Flughafen. Und da gibt es ja verschiedene Parts, international und einfach nur national. Also. Und das hier ist halt der internationale Part. Genau. Here we go, Mona. We found a spot! Yay! Good, how are you? Good. Thank you. Yeah. Yeah, I got a frogoid. Oh. We're in this room right here. So can we just walk past you? We go at the same time. Surprise! Surprise! Where is he? Hi, honey. Hi, honey. We got the German. You didn't want any attention, but you're getting it. So much for your belly. And you're getting filmed by Anna. Surprise. Hey, Mona. Hey. Aren't you supposed to be in school? No. Yeah. Celebrate it. We appreciate you. We thank you for all that you do, all of the time that you spend, and all of the fussing, which I know it's fake. It's fake. But in essence, thank you for 30 years of blood, sweat, and tears, and thank you for 30 years of your loyalty and your love for Delta. So look forward to something every day. Every day is different. You got a reset button. Sometimes you need a reset. Every day is new and different. So if something's not going good, wake up the next morning and hit the reset button. You never know. There's a lot of opportunity. Great. Enjoy the ride. That's all you do. Enjoy the ride. Yeah. No, get out of here. That's great. Look at that cake, Paul. Very good. Look at him. Are you happy, Paul, that we came? So happy. I think your meeting's gonna great. Start now. Mm-hmm. Kevin, I'll take him back. Bye. Good to see you. See you. Bye. Nice to meet you too. Entertaining for Germans? Yeah, you are. Oh, well, that's so good. Paul, have a good day. Bye. You too. Be safe. Bye. You too. Bye. That was fun, Paul. Yeah, it was really fun. Wir sind jetzt gerade zurück nach Hause gekommen, meine Gastmutter und ich. Wir sind dann halt einfach gegangen. Also genau, wir haben meinen Gastvater einfach überrascht, weil ja heute sein
30 Jahre PIN bekommen hat. Er hat halt 30 Jahre jetzt für Delta gearbeitet. Und dann haben die halt einfach, ich glaube, alle 5 Jahre haben die irgendwie so eine Ehrung. Und jetzt hat er seinen PIN bekommen. Ist einfach so ein PIN, den man sich halt so ans T-Shirt machen kann. Und ja, genau, dann gab es noch Kuchen und Mittagessen. Und dann sind wir ja auch schon wieder gegangen, weil die halt im Prinzip mitten in einem Meeting waren. Und ja, jetzt ist kurz vor 1, also ich könnte jetzt eigentlich noch in die Schule gehen. Aber ich bin jetzt im Prinzip abgemeldet für heute, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr in die Schule. Ich werde mich jetzt gleich umziehen und dann halt zu Track gehen, weil wir machen heute Fotos. Also heute ist Picture Day für Track, von daher werde ich dann auch hingehen. Und ja, genau, das war es auch schon für dieses Video und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video.